Also ich habe jetzt sehr genaue Einsatzplan der Bundespolizei für diesen Abend, liegt mir nicht vor, muss ich vielleicht nochmal nachschauen, kann ich vielleicht sogar gleich nachreichen. Aber nach dem, was ich vorläufig weiß, ist es jedenfalls nicht zutreffend, dass die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof an diesem Abend unterdurchschnittlich besetzt gewesen wäre. Vielleicht können Sie mir da helfen. Es steht der Vorwurf im Raum seitens der Gewerkschaft der Polizei, dass die Bundespolizei in der Silvesternacht unterbesetzt gewesen sei am Kölner Hauptbahnhof wegen der Verstärkung der Bundespolizei an der deutschen Südgrenze. Ist das zutreffend und können Sie darstellen, wie viele Bundespolizisten waren denn da im Einsatz und war das ein üblicher Personalstand an dem Abend? Ja, also ich muss vielleicht vorwegschicken, ich habe auch nicht alles mitbekommen, was der Bundesinnenminister hier vorhin gesagt hat, weil ich selber unterwegs hierher war. Ich weiß auch nicht, ob er zu dieser Frage gesprochen hat. Richtig ist aber, dass in der Tat die Bundespolizei ja auch am Hauptbahnhof Köln logischerweise im Einsatz gewesen ist. Und die Äußerung aus dem Gewerkschaftsbereich, die Sie zitiert haben, war, glaube ich, so explizit nicht darauf gemünzt, dass die Bundespolizei an jenem Abend irgendwie an diesem Bahnhof unterbesetzt gewesen sei. Wenn das tatsächlich die Äußerung gewesen wäre, kann ich nur sagen, es trifft jedenfalls Ich habe das so Gräfe verstanden, nicht zu, wenn das so wäre. an diesem Abend und an vielen anderen Abenden, so habe ich das verstanden. Also ich habe jetzt sehr genaue Einsatzplan der Bundespolizei für diesen Abend, liegt mir nicht vor, muss ich vielleicht nochmal nachschauen, kann ich vielleicht sogar gleich nachreichen, aber nach dem, was ich vorläufig weiß, ist es jedenfalls nicht zutreffend, dass die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof an diesem Abend unterdurchschnittlich besetzt gewesen wäre. Ich möchte vielleicht nur noch mal ganz kurz ergänzen, weil Sie jetzt so sehr auf die Bundespolizei abheben, dass ja die Bundespolizei ihre Zuständigkeit in erster Linie im Bahnhofsbereich selbst hat und bis ungefähr 30 Meter vor dem Bahnhof und dort sozusagen die Linie ungefähr verläuft nach der Rechtsprechung, wo die Übergabe der Zuständigkeit an die jeweilige Landespolizei zu erfolgen hat. Sie hatten nach gesetzgeberischem Handlungsbedarf gefragt und nach dem Stand der Ermittlungen. Also zum Stand der Ermittlungen hat ja zuständige Landesinnenminister Nordrhein-Westfalens heute schon Auskunft gegeben. Darüber hinaus habe ich nichts zu ergänzen oder zu aktualisieren. Zu der Frage gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Ich glaube, es verbietet sich schon jetzt konkrete Forderungen nach gesetzgeberischen Maßnahmen aufzustellen, während die Ermittlungen ja bekanntlich noch andauern. Es ist, glaube ich, gute Ordnung und sollte auch im Rechtsstaat so sein, dass man zunächst einmal schaut, was ist hier ganz genau passiert, wie waren die Verantwortlichkeiten verteilt, sind gegebenenfalls Fehler passiert und wo und wie können die abgestellt werden, damit so etwas nicht sich wiederholt. Herr Salbert, ist es für die Bundesregierung von Relevanz, was für eine Herkunft, was für ein Aussehen diese Täter hatten? Und ans BMJ, der Herr Maas hat von organisierter Kriminalität gesprochen. Wie kommt er darauf? Die Identität der Täter ist natürlich von Relevanz und wird hoffentlich auch vollständig ermittelt werden können. Aber eine Straftat ist eine Straftat in Deutschland, gleichgültig, wer sie begeht. Das, was ich dazu sagen kann. Ich habe es noch mal, kann es noch mal sagen. Sowas ist nicht hinzunehmen. Es ist auch durch nichts zu entschuldigen und auch durch nichts klein zu reden. Wir sollten jetzt wie bei jeder Straftat vorgehen, die Polizei und die Justiz ihre Arbeit machen lassen und sie nach Kräften in dieser Arbeit unterstützen. Ja, Herr Jung, der Minister hat ja heute Morgen auch noch mal im Morgenmagazin ausgeführt, was er unter organisierter Kriminalität in diesem Zusammenhang verstanden hat. Er meint, dass aufzuklären gilt, ob möglicherweise Organisationsstrukturen in diesem Vorgehen zu entdecken sind. Das ist zum Zeitpunkt jetzt auch noch nicht sicher zu sagen, sondern das ist Gegenstand der Ermittlungen. Und es gibt Anhaltspunkte dafür, dass es da möglicherweise organisiertes Vorgehen gab, dass es Absprachen gab. Und so ist auch der Begriff organisierte Kriminalität in diesem Zusammenhang, den er da hat fallen lassen, zu verstehen. Also nicht im technischen Sinne, was man unter OK jetzt versteht, sondern dass da praktisch Organisationsstrukturen möglicherweise hinterstehen. Zusatz? Die Kanzlerin hat ja auch mit der Kölner Oberbürgermeisterin gestern gesprochen. Herr Salbert, findet die Kanzlerin die Tipps der Frau Reker dann hilfreich? Also zum Beispiel, dass Frauen eine Armlänge Abstand halten sollen und so weiter. Es ist nicht Aufgabe der Bundesregierung und auch nicht meine Aufgabe als Regierungssprecher, Verhaltenstipps zu geben. Wir alle wollen, das kann ich noch einmal wiederholen, dass öffentliche Straßen, öffentliche Plätze für jeden Bürger, ob er männlich oder weiblich ist, sicher sind, auch in einer Silvesternacht.
Es ging um die Verhaltenstipps von Frau Reker. Und das war meine Antwort.